Lebensfreude und Bewegung, das ist es, was viele Menschen in Tanzschulen finden. Körperliche Fitness ist dabei der eine Effekt, aber die Bewegung im Takt der Musik bringt noch viel mehr. Viele Teilnehmer empfinden das wie ein Feuerwerk für die Gehirnzellen, angefacht von den festgelegten rhythmischen Schrittfolgen. Wir merken es immer, wenn wir von der Arbeit kommen, er hat die Bröselbirne, dann tanzt er immer wieder dasselbe. Ja, dann sage ich mal, du kannst doch noch mal was anderes tanzen. Ja, und das ist eben so, wo man merkt, wie stark doch eben auch der Geist damit gefordert ist, die ganzen Figuren und Schritte, die man eben auch mal gelernt hat, immer noch mal wieder dann zu aktivieren. Professor Isabella Häuser aus der Charité kennt den Effekt von ihren Patienten. Tanzen hält Körper und Gedächtnis fit. Sie müssen das Gedächtnis trainieren, weil sie müssen die Schrittabfolge machen. Sie haben etwas emotional Positives, zum Beispiel die Musik, aber auch die soziale Interaktion mit dem Tanzpartner oder der Tanzpartnerin. Das ist also alles, das muss sozusagen verknüpft werden. Und diese Verknüpfungen sind eben, wie soll ich denn sagen, kognitiv verstärken, die verstärken unsere kognitive, also intellektuelle Leistungsfähigkeit. Neurologen können mithilfe von bildgebenden Verfahren die Prozesse im Gehirn darstellen, wenn wir Neues lernen. Unser Gedächtnis können wir trainieren, wir müssen es nur fördern und das regelmäßig. Dabei spielt Bewegung und vor allem das Tanzen eine wichtige Rolle. Wir wissen, dass das Gehirn auch im hohen Alter neuroplastisch ist. Das heißt, Nervenzellverbindungen, nicht die Nervenzellen als solche, sondern Nervenzellverbindungen können neu geknüpft werden. Solche Aktivitäten wie das Tanzen verstärken diese Verknüpfung bzw. bilden neue Verknüpfungen. Neue Wege für das Gehirn. Damit das gelingt, und zwar nachhaltig, sollte mindestens zweimal in der Woche über 1,5 Stunden getanzt werden. Was man sicherlich kann, ist, dass man den Ausbruch der Erkrankung nach hinten verschiebt. Dass man sozusagen erst in noch höherem Alter die Beschwerden bekommt, die eine Demenz eben mit sich bringt. Es ist nie zu spät, das Tanzbein zu schwingen. Und vielleicht entdeckt der eine oder andere ja die Freude daran, eine heiße Sohle aufs Parkett zu legen. Zum Guten für Körper und Gedächtnis und gegen Demenz. Super, danke.